Servus Leute, Unterlöchchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Den ersten Teil, den habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, deswegen seid ihr jetzt hier bei dem Budgetplan-Video und zwar beim zweiten Teil. Ich würde dann auch mal nicht weiter drum rumlabern, denn es geht jetzt hier weiter mit den Sinking Funds. Ich habe das natürlich schon hier alles bearbeitet, deswegen zeige ich euch das einfach mal nicht und dann würde ich auch mal sagen, legen wir gleich los. Also 333,50 €. Dann habe ich ja einmal die Sinking Funds, die ich anspare, die nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebucht werden, gebraucht werden, wie auch immer, sondern die speichere ich einfach nur monatlich an. Beispielsweise die Kleidung von den Kindern, die brauche ich ja nicht monatlich oder zu einem bestimmten Monat. Und dann habe ich noch die Sinking Funds, die ich zu einem bestimmten Zeitraum brauche, beziehungsweise einen bestimmten Betrag bis zu einem gewissen Zeitraum eben angespart haben muss. Das wäre jetzt zum Beispiel einmal das Auto, das wird ja immer im Januar fällig. Und die schreibe ich mir jetzt einfach mal hier oben auf. Dann fange ich jetzt einfach mal mit den Sachen an, die nicht zu einem bestimmten Datum beziehungsweise Monat gebraucht werden. Das wäre jetzt einmal Kleidung für alle. Das habe ich jetzt mir vorgenommen, dass ich das neu machen werde. Also das wird jetzt quasi auch eine Art Umstrukturierung und im Januar möchte ich das Ganze dann nochmal machen. Für die Kleidung für alle gibt es keinen bestimmten Starttermin, denn ich starte jeden Monat und ich möchte pro Person 10 € ansparen. Also sind es insgesamt 40 € dann. Es gibt auch kein bestimmtes Ende, von dem her streiche ich das auch weg und dann habe ich einen monatlichen Betrag von 40 €. Ich hatte es dann auch so gemacht, dass ich mir einfach hier meinen Taschenrechner hergenommen habe. Das hätte ich jetzt eigentlich lassen können, aber naja. Und habe das dann abgezogen. Dann wusste ich immer, okay, so und so viel habe ich jetzt für die anderen noch übrig. Das Ganze kann man natürlich ein bisschen aufwendiger auch noch gestalten. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Kommen wir zum nächsten und zwar Medikamente bzw. Gesundheit. Ich werde jetzt da auch einfach mal Gesundheit hinschreiben und auch das möchte ich jetzt nicht mehr nur für die Kinder, sondern für alle ansparen, denn ich habe jetzt festgestellt, ich habe demnächst einen Physiotermin und da muss ich auch eine Gebühr von 26,02 €, glaube ich, bezahlen und da habe ich gesagt, möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr anspannen. Ich habe jetzt 10 € angedacht, denn ehrlich gesagt, wir brauchen wirklich sehr, 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 sehr wenig. Und da müssten wir mit 10 € hinkommen. Falls das nicht der Fall sein sollte, kann ich den Betrag natürlich immer aufstocken und individuell anpassen. Das heißt, wir haben dann hier auch noch einen monatlichen Betrag von 10 €. Das kann ich jetzt auch hiervon abziehen. Und dann habe ich jetzt noch 283,50 € übrig. Was dann auch noch eher ein Betrag ist, den ich ansparen muss, ist Drogerie und Haushalt. Ich schreibe jetzt einfach mal DM hin, denn wir kaufen beim DM meistens ein. Und auch hier gibt es keinen bestimmten Starttermin. Dafür habe ich mir jetzt mal 20 € pro Monat vorgenommen. Ich denke mal, dass das sogar ein bisschen viel sein könnte, aber wir werden sehen. Und dann habe ich hier auch eine monatliche Belastung von 20 €. Das ziehe ich dann hiervon ab. Und jetzt kommen wir mal zu den ganzen anderen Sachen. Die sind ja an einen bestimmten Monat gebunden. Beispielsweise im Februar wird bei mir Amazon Prime abgebucht. Mit 69 € und dann im März habe ich es jetzt mal deklariert, Ostern, denn ab und zu ist es im März, dann ist es mal wieder im April, dann ist es mal da und auch hier möchte ich von den beiden Umschlägen an sich weg und möchte nur noch eine Summe ansparen, das heißt es ist ja pro Kind 25 €, die ich da festgelegt habe und dann werden da einfach 50 € insgesamt raus. Im April habe ich nichts, im Mai haben die Zwerge Geburtstag und da habe ich ja pro Kind bzw. pro Kopf 50 € angedacht. Also kommt hier dann eine Summe von 100 € hin. Dann das nächste, was sehr groß auch wieder ist, ist im August und zwar für die Victoria die Schulsachen. Die möchte ich ja generell
im August haben, denn wir kriegen ja immer vorher die ganzen Unterlagen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn sie jetzt die Klasse dann schafft, dann kommt sie auf die weiterführende Schule und ich weiß nicht, wie das da dann ist mit den Unterlagen, ob ich da vorher was bekomme, aber ich möchte jetzt einfach trotzdem mal im August weitermachen. Das sind 150 Euro, denn manchmal kommen danach noch Schulhefte und so weiter mit dazu. Ja, von dem habe ich mir gedacht, das müsste passen. Dann den Urlaub. Wir wollen nämlich nächstes Jahr eventuell, wenn es klappt, vom Ansporn her, einen etwas längeren Urlaub diesmal machen. Nicht nur für ein Wochenende. Und da möchte ich dann 1000 Euro zusammensparen. Im September ist nichts, Oktober ist nichts, November ist nichts. Und Dezember haben wir dann wieder etwas Größeres. Und zwar brauche ich bis dato das Auto. Beziehungsweise eigentlich ist es ja im Januar fällig. Ja, das ist im Januar fällig. Dann gehört es nicht in den Dezember hinein, sondern hier. Und für das Auto benötige ich 600 Euro. So, dann haben wir jetzt hier im Dezember trotzdem noch etwas. Und zwar Weihnachten. Da habe ich ja pro Kopf 100 Euro gesagt als Budget. Ich fand es irgendwie ganz gut, erst sind es 25 Euro zu Ostern, danach kommen ja die Geburtstage, also sind es da 50 Euro und dann nochmal das Doppelte, also 25, das Doppelte 50, da das Doppelte dann 100 Euro. Da, so sind die Preise dann ehrlich gesagt entstanden, beziehungsweise die Summen und deswegen habe ich die jetzt halt. So, das werde ich mir dann hier oben jetzt halt notieren, da haben wir dann einmal das Auto. Der Starttermin ist im Januar nicht. Denn ich brauche es ja im Januar. Also kommt das hier rein. Also muss ich im Februar dann damit anfangen. Wenn ich im Februar damit anfange, dann habe ich es im Januar. Also Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar. Da habe ich dann alles zusammen. Und ich brauche insgesamt 600 Euro. Und die monatliche Belastung beträgt dann 50 Euro. Also minus 50 Euro. Dann als nächstes kommt Amazon Prime. Das ist im Februar fällig. Also fange ich im März an zu sparen. Und die monatliche Rate beträgt hier aufgerundet dann 6 Euro. Dann als nächstes kommt Ostern. Ich habe was vergessen. Und zwar hier den Betrag hinschreiben. Dann haben wir noch Ostern der Kinder mit 50 Euro. Das ist fällig im März, also muss ich im April anfangen zu sparen. Und der monatliche Betrag wären dann hier 5 Euro minus 5. Dann als nächstes fällig sind die Geburtstage. Fällig im Mai und der Betrag insgesamt sind 100 Euro. Und im Juni muss ich dann anfangen zu sparen. Und zwar monatlich 10 Euro minus 10. Dann kommen wir zur Schule von der Victoria. Also Victoria Schule. Das ist fällig im August. Und ich muss dann im September anfangen zu sparen. Und zwar insgesamt 150 Euro. Und monatlich sind das dann 12,50 Euro. Dann minus 12,50 Euro. Und fällt die nervige Komma 5 da hinten auch mal weg. Dann haben wir jetzt bloß noch, was heißt bloß noch, den Urlaub. Der ist auch fällig im August. Könnte theoretisch hier statt Ende einfach auch fällig hinschreiben. Und da dann nur Start. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr da besser findet. Und da haben wir jetzt ja eine stolze Summe von 1000 Euro. Und da müssten wir monatlich dann, weil ich habe jetzt ja schon ein bisschen was angespart, müssten wir jetzt 85 Euro noch zahlen insgesamt. Also minus 85 Euro. Und als letztes haben wir dann noch Weihnachten. Und da sind insgesamt 200 Euro fällig. Brauchen wir es natürlich im Dezember. Also fangen wir im Januar an zu sparen.
Und das wären dann monatlich 20 Euro. Minus 20, übrig bleiben dann 12 Euro. Sehr knapp berechnet, boah, aber so ist es halt nun mal. Ich rechne den Betrag jetzt einfach mal ganz kurz zusammen, wie viel es insgesamt ist. Und das wären dann monatlich 258,50 €. Ja, stolzer Betrag monatlich. Jetzt hätte mich ehrlich gesagt mal interessieren, was das im Jahr wäre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich und Mathe momentan. Also 40 mal 12 ist ja 480, 10 mal 12, dann 20 mal 12, so, okay, dann ist 480 plus 20. Das wären dann 3.009 € insgesamt. Das muss man sich jetzt ehrlich mal auf der Zunge zergehen lassen, einfach nur für diese ganzen Sachen wie Auto. Ich weiß, es ist ein Luxusgerät und ein Luxusteil und man braucht es theoretisch nicht, aber ich brauche es ehrlich gesagt auch, um dann später wieder in die Arbeit zu kommen. Amazon Prime, ja, darüber lässt sich streiten, könnte man darauf verzichten. Aber auch all die anderen Sachen, das ist schon echt heftig. Anders kann man es gar nicht mehr sagen. Aber so schaut einfach die Realität aus. Mein innerer Monk mag das nicht, wenn hier kein Eurozeichen ist. Mit dem Strich, da geht's, aber ansonsten brauche ich dann Euro dahinter. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich werde demnächst, wie gesagt, also spätestens ab Januar die Sinking Funds nochmal überarbeiten, denn ein paar Sachen möchte ich dann auch über Bondora laufen lassen, um das Ganze eben noch ein bisschen zu verzinsen, dass das Geld ein klein wenig zumindest arbeiten kann, vor allem die großen Summen wie eben den Urlaub oder auch das Auto. Manche Sachen habe ich jetzt halt auch schon online bespart, da geht ja hier schon auch etwas weg. Da werde ich demnächst auch mal ein detaillierteres Video darüber machen, was ich denn alles so überhaupt investiere. Klar, ich werde nicht alles verraten, denn ein paar Sachen, wie gesagt, sollten auch geheim bleiben und ich muss ja nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen, aber ich möchte euch einfach auch mal zeigen, wie man das eben angehen kann und dass es eben auch möglich ist, mit weniger Geld klarzukommen sozusagen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst es mich doch einfach wissen. Mit einem Daumen nach oben würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Ein kostenloses Abo könnt ihr auch mal gerne hinterlassen. Und am besten aktiviert ihr auch noch die Glocke, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann würde ich auch mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.